rein. Was war das denn gerade? Ist da gerade ein Schwein runtergefallen? So, was haben wir denn? Sinaluka fragt, ob er dieses Mal die Tweets sehen kann. Leider nicht. So, wir wollen Ponys sehen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und ich kann leider, ich wurde schon mehrfach gefragt, ob ich... Mist. Ach, Doppelmist, das darf doch nicht wahr sein. Scheiße. 1, 2, 1, 2, 3. Nee. Hätte ich mal die Diamantenspitzhacke mitgenommen oder vielleicht ein bisschen Ersatzobsidian. Ganz tolle Wurst, jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Es tut mir leid, das war nicht beabsichtigt. Kacke. Ich meine, Kot. Ja, wie geht's denn da jetzt nochmal zurück? Ich weiß es gar nicht mehr. Hilfe! Boah, das tut mir voll leid, dass wir jetzt nochmal zurücklaufen müssen. Jetzt wieder diesen komischen Marathon hinlegen. Nur wegen... Ach, ich wollte doch sparen. Also ich wollte doch noch nicht, dass die Diamantenspitzhacke aus Versehen kaputt geht. Und jetzt muss ich mal gucken, ob wir überhaupt wieder zurückfinden. Da hinten müssen wir lang. Scheiße. So, ach nee, hier bin ich auch schon wieder falsch. Ich muss da unten lang. So, da ist die eine Fackel. Das ist ganz gut. Der Naiku oder die Naiku Ishino, ich weiß bei diesen Japanonamen immer nicht, was dahinter steckt, Junge oder Mädchen, frag gerade, ob neben oder ob mit Sarazar oder ob neben Sarazar auch noch andere Leute im Minecraft LP mit reinkommen sollen. Jawohl, jawohl. Und ich habe auch schon ein paar Leutchen gefragt. Aber dazu muss ich meine Bude hier erstmal fertig kriegen. Das mit dem Umzug zieht sich leider immer so ein bisschen. Das ist so zum Kotzen. Ich muss da, das muss ich auch nochmal ganz kurz erzählen. Weil, abgesehen davon, dass ich jetzt schon seit anderthalb Monaten umziehe. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber ich bin davon so mächtig begeistert. Ich erzähle es einfach nochmal. Der Boden muss nochmal komplett rausgerissen werden. Das heißt, alles was aufgebaut ist, der riesige Kleiderschrank. Dann... das Bett und hier auch die ganzen Schreibtische, die ganzen Rechner, muss alles nochmal abgebaut werden. Schlimmstenfalls soll es eingelagert werden, wo ich überhaupt kein Freund von bin. Ey, ganz ehrlich, da kriege ich so eine Krawatte, wenn ich diesen Scheiß da mithören muss oder hören muss. Da muss der ganze Boden rausgerissen werden, neu verlegt werden und so weiter und so fort. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich die das so machen lasse, weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, dass die Rechner hier wieder eine Woche oder 10 Tage, was die da veranschlagt haben, nicht verfügbar sind. Ey, da kriege ich eine Macke. Warte, ich muss da außen rum. Naja, also insofern, ich scheiß da momentan drauf. Die sollen selber zusehen, wie sie den Boden da reinzimmern. Ist mir ganz egal, war wohl eine, ich weiß nicht, eine Fehllieferung oder irgendwie sowas. Die haben da... das falsche Holz geliefert, das war über den Winter eingelagert, pipapo, hat sich dann alles, huch, gucke mal, hat sich dann alles, jetzt mit der Heizung, hat sich dann alles, ausgedehnt? Nee, eingezogen, so rum. Ne, weil Holz schrumpft dann ja quasi, wenn man da die Flüssigkeit so ein bisschen entzieht. Und daraufhin sind die Fugen gerissen beim Dielboden, das ist so helle Eiche und deswegen sieht man die halt immens und das sieht einfach nur scheiße aus. Ich bin ja selber sonst nicht so pingelig, also überhaupt kein Pingel, aber da, das geht einfach nicht. So, was heute übrigens an Ostern schön war, ne? Hier immer noch die Ostersonntag-Aufnahme mit pseudo-interaktiven Twitter-Pipapo. Heute ganz besonders schön. Wir waren ja gestern so ein bisschen feiern und das alte Tanzbein mal so ein bisschen auf der Tanzfläche ausschütteln. So den Staub ausschütteln quasi. Ganz besonders schön fand ich ja, dass die Kirche uns einfach komplett... Nee, uns? Nee, also mich in dem Falle. Ich weiß nicht, ob sie euch wach gemacht hat, aber mich hat sie halt komplett wach gemacht. Und, boah, diese Kirchenglocken. Weißt du, Karfreitag darfst du nicht feiern. Da musst du Rücksicht nehmen, weil da wurde ja Jesus ans Kreuz getackert. Weißt du, da musst du immer, oh, die Christen, bla bla bla. Liebe Christen, tut mir leid, aber da musste ich einfach mal anbringen. Aber am Ostersonntag, wo alle dann am Samstag davor feiern waren, ne? Am Ostersonntag, da bimmeln sie dich einfach aus den Federn mit diesem blöden Gottesdienst. Ja, tut mir leid, das mal so sagen zu müssen. Ist einfach Kacke. Da musste ich ja mich dann auch ein bisschen erbrechen. Das geht ja gar nicht. Also jetzt ist natürlich nur symbolisch gesehen. Ich habe nicht gebrochen. Erzählte er, während schöne Heidi-Tai-Musik im Hintergrund lief.
So, ich versuche jetzt mal... Nee, ich darf da jetzt rechts nicht so gucken. The Multi Queen grüßt ihre Eltern, falls sie in der Aufnahme kommt. Na, ob das passieren wird, weiß ich natürlich nicht. Hallo, liebe Eltern von The Multi Queen. Hallöchen. Einen schönen Gruß an dieser Stelle von unserem didaktisch lehrreichen, pädagogisch hochwertigen Programm auf YouTube. Für eine bessere Welt. So. Wo muss ich? Ich lauf einfach hier mal so lang, ne? Ich bin froh, dass wir ja keine Marshmallows haben, aber da müsste ich auf Holz klopfen. Weiß nicht, ob man das gehört hat. Ich habe jetzt auf Holz geklopft. Ja, irgendwas über die Facebook, die neue Facebook-Chronik, das ist ja nicht so ein spannendes Thema. Die neue Facebook-Chronik ist einfach scheiße, damit hat sie es, tut mir leid. Und ich jogge jetzt einfach mal schnell wieder zurück. Was, Chinese oder Grieche? Ist doch egal. Immer diese Ausländer. Ach, Ausländer, weißt du? Hey, Gronkh, hast du was gegen Ausländer? Das finde ich ja immer noch das Beste. Egal, was man sagt, sobald man das Wort Ausländer sagt, dann kommt... Hast du was gegen Ausländer? So ein Blödsinn, ich bin doch selber einer. Fand's übrigens ganz cool, als wir in Taiwan waren, ne? Wir waren ja hier super-Homie-mäßig unterwegs in Taiwan. Und da war ziemlich geil, so diese Erfahrung zu machen, selber, also, ne, wirklich eine Seltenheit zu sein, sage ich mal. Also jetzt in diesem Falle... dass wir als Westeuropäer, dass wir da sehr merkwürdig beäugt wurden, oder halt nicht sehr merkwürdig, sondern einfach mit Faszination beäugt wurden, weil generell liefen in Taiwan kaum so, naja, Nicht-Asiaten herum, also so ausländermäßig, liefen da kaum herum und deswegen wurde man da des Öfteren mal angeschaut, aber das fand ich eigentlich ganz interessant, so selber mal in dieser Situation zu sein, selber mal der erkennbare Ausländer sozusagen. Hier in Deutschland ist man ja nicht so erkennbar, ne? Wenn du aus Russland kommst oder so, ist nicht so erkennbar. Als Türke ist das schon was anderes. Als Türke sieht man, aha, Türke. Ganz egal, ob du aus, ob du Araber bist oder sonst irgendwas, du wirst sofort für einen Türken gehalten. So, wo haben wir denn, bin ich an der Lücke vorbeigelaufen? Nee, da kommt sie. Na, endlich. Sandra Lamibrot, grüß doch mal deine Eltern zurück. Ne, da haben auch die Eltern gegrüßt. Ist ja ganz erstaunlich. So viele Eltern hier am Stissel. Um jetzt mal hier beim Jugendtalk zu bleiben. Am Stissel. Am Stissel de Bissel. Man Nissel. So, was natürlich total lächerlich ist. Niemand redet so. So, und wir bauen uns jetzt, pam, haben wir uns ein weiteres Nether-Tor gebaut und gucken natürlich sogleich. Mal schauen, wo wir herauskommen und ich hoffe, es ist nicht Nacht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Oh nein! Ach du Scheiße. Anna Slimani fragt mich gerade, was ist, wenn du während der Aufnahme einen Ohrwurm hast? Ja, dann ziehe ich ihn heraus. Was denn auch sonst? Ist doch ekelhaft. Aha, laut Statistik sind 30% des Internet-Traffics Pornos. Ah ja, das ist ja interessant. Ich wasche meine Hände allerdings in Unschuld. Wenn ich als Gamer meine Hände schon in irgendwas waschen muss, dann doch wenigstens bitte in Unschuld. In was auch sonst, ich bin ja Gamer. Ich hatte ja auch noch nie eine Freundin und kann mit Frauen auch gar nicht reden. Beziehungsweise ich lasse dann immer die scharfen Top-Models, lasse ich mal links liegen, weil da zufällig gerade ein neues Sonic-Game rausgekommen ist, was viel mehr wert ist als andere Menschen. In meiner verschrobenen kleinen Gamer-Welt.
Aber irgendwann ist das... Hörst du das? Halla, Popala! Boah, du Drecksack, Arschkarl. Arschkarl? Was ist denn ein Arschkarl? Ein rasierter Arsch ist Arschkarl. Lass mich! So, Psychonasty, die Frau am Bleistift oder am Pad wahrscheinlich eher, fragt gerade, was ich so für Musik höre. Kalinka Malinka, finde ich übrigens ein sehr geiles Lied, aber das höre ich privat nicht zwingend. Das mag vielleicht ein bisschen überraschend sein. Boah, bleib bloß weg da oben. Was ich privat für Musik höre, ist glaube ich schwierig zu erzählen, weil das viel ist eigentlich. Ich würde mich da, glaube ich, auch gar nicht so festlegen wollen. Ich versuche mich mal hier irgendwie runter zu graben gerade übrigens, ne? Fällt bestimmt überhaupt nicht auf. Au. So, ich wette, das war die größte Scheißidee, die wir jemals hatten, hier einfach runterzuspringen. Oh. Pass mal auf, ich mach mal Folgendes. Das tue ich mal dahin, das tue ich mal dahin. Zumindest laufen ja keine Creeper rum. Das heißt, wenn uns so ein Scheißvieh abschießt, haben wir noch ein bisschen Zeit zu reagieren. So, kann ich da... Na komm. Könnt ihr auch Treppen dahin machen? So. Und natürlich wieder einen verschwenderischen Aufstieg, was auch sonst. Aber wir haben ja so viel von dem Gezuppel und können auch noch so viel abbauen. Da scheiß doch mal da unten drauf, wie immer. So, können wir ja ganz bequem runterstiefeln. Und da hinten müssen wir dann ganz bequem wieder hochstiefeln. Wenn wir gelassen werden, was sehr schön wäre. Ach Mann, wieso habe ich die zweite Spitzhacke nicht mitgenommen? Pass mal auf, ich laufe jetzt mal ganz schnell da oben rein und dann mache ich mal Folgendes. So. Dann mache ich jetzt mal dies. Lalala. Machen wir das einfach. Ich habe natürlich auch kein Silber dabei. Aber ist scheißegal, wir machen das jetzt einfach anders. Ich mache das jetzt mit Cobblestones, dann haben wir zwar so Lulli-Dinger. Ich mache die Kiste mal da. Ne, komm, die kann ich auch hier machen. Ist doch scheißegal. Wir sind hier noch safe einigermaßen. Kann man damit eigentlich auch? Nee. Hätte mich auch gewundert. So, pass auf. Da mache ich da gleich zwei draus und dann passt es schon. Huch, naja, komm. So. Please let me live. It would be very nice of you. Und dann spachteln wir uns hier mal irgendwie hoch. Ich hoffe nur, da wird uns nicht gleich wieder so ein Marshmallow angreifen. Eine Leiter wäre ja schon sehr viel praktischer übrigens. Boah, ich glaube, dafür hole ich echt mal Leitern. Das Problem ist nur, dass wir jetzt abgeschossen werden einerseits, was aber scheißegal ist. Ja, ja, leckt mich doch. Ich frage mich gerade. Ich frage mich gerade. Ne, pass auf, da lasse ich aber die Eisenspitzhacke, die Diamantspitzhacke lasse ich dann hier. Dann crafte ich mir nochmal ganz schnell einen Chest. Entschuldigung, wenn sich jetzt gerade ein bisschen hinzieht. Ich überlege gerade, wie ich am schlauesten vorgehe. Und das kann ja bei mir ein bisschen dauern. Und deswegen mache ich mir hier erstmal wieder einen Chest her hin und dann zack. Und da haue ich jetzt den Nether direkt, den brauchen wir gerade eh nicht. Obsidian haue ich da rein, damit wir es sparen. Das Ding haue ich da rein. Schwert nehme ich mal mit. Das Ding haue ich da rein. Das Ding haue ich da rein. Flint kann ich da reinhauen. Huch, nee, die wollte ich ja mitnehmen. So, komm. Bauchnabelpiercing oder Zungenpiercing? Tja, am besten Zungenpiercing, noch ein ganz anderes Piercing, beides kombinieren und aus Versehen verhaken. Und dann zum Arzt müssen, weil man nicht mehr loskommt. Was bestimmt total lächerlich aussieht. Hey du Penner, guck mal. Oh Scheiße, was tue ich da nur?